Das Ende des Golfschwungs, auch Finish genannt, ist der Anfang für einen kraftvollen, konstanten Golfschlag. Warum das so ist und wie man das richtig macht, das erzähle ich dir in diesem Video heute. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golf Club Linz St. Florian in Österreich, wo ich meine Kurse und Einzelstunden abhalte. Ein schönes Finish beim Golf ist nicht nur sehr, sehr ästhetisch und schön anzuschauen, nein, es erzählt auch eine Geschichte. Es erzählt nämlich die Geschichte deines Golfschwungs. All die Sachen, die du vorher gemacht hast, bevor du hier in diese Endposition kommst, musst du einigermaßen gut gemacht haben, damit du das überhaupt schaffst. Ich zeige oft Anfängern in ihrer allerersten Stunde, oft bevor sie überhaupt den allerersten Ball geschlagen haben, wie sie am Schluss enden sollen. Einfach damit sie wissen, was das Outcome ist, und so haben sie nachher eine wesentlich höhere Chance, dass sie sich organisieren, um bessere Bewegungen zu machen. Würde ich zum Spaß so einem Anfänger eine abgestochene Bewegung zeigen mit Chicken Wings so, dann kannst du dir denken, dass wahrscheinlich auch das, was vorher dann passiert ist, bei diesem Anfänger nicht sehr gut sein wird. Daher ist es eine riesengroße Chance für alle Golfer, egal von welcher Spielklasse wir jetzt sprechen, dass sie mit einem ordentlichen Finish oder mit einer guten Finish-Idee Voraussetzungen schaffen, dass sie vorher gute Sachen gemacht haben, um den Ball länger und gerade und konstanter zu schlagen. In dem heutigen Video zeige ich dir erstens einmal, was der Körper machen soll, wie das mit der Gewichtsverlagerung funktioniert, wie die Muskelanspannungen sind und was die Hände und Arme machen. Und wir sprechen dann in der Bonussektion noch über einen sehr, sehr interessanten Effekt, nämlich den Rebound-Move. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Der erste Schlüssel für ein erfolgreiches Finish ist folgender. Es ist ja ganz wichtig, dass ihr am Schluss des Schwunges man mit dem Gewicht auf dem linken Fuß ist. Ja? Also du wirst ja keine Position haben, wo du am Schluss so dastehst, weil das Problem ist, wenn du auf dem rechten Fuß stehst nach dem Treffmoment, dann hast du sehr wahrscheinlich vor dem Schlag in den Boden reingeschlagen. Ja? Also wir wollen schon nach links kommen, und wenn du meine Videos kennst, weißt du ja, dass ich das sehr, sehr früh möchte. Und es ist sehr, sehr gut, wenn man dann am Schluss eben am linken Fuß steht, das Becken gedreht zum Ziel ist, also die Gürtelschnalle zum Ziel, der Brustkorb zum Ziel. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Schau her, mein Becken ist unter dem Oberkörper. Ich bin nicht so, dass mein Becken hinten ist und der Oberkörper ist nach vorne geneigt. Das wäre ganz schlecht, weil da steht man dann so in einem Hohlkreuz da und immer noch in einer vorwärts geneigten Position. Nein, man möchte den ganzen Körper strecken und sogar so weit zurückstrecken, dass das Becken sogar näher dem Ziel ist als der Oberkörper. Das heißt, das Erste, was du beachten musst, ist nach dem Schlag, dass du hier bist mit dem Becken unter dem Oberkörper. Der Fuß hat sich so aufgestellt, ich bin auf der Fußspitze und meine Pobacken sind ganz, ganz fest zusammengedrückt, ja, weil da entsteht ja ganz, ganz viel Druck vom Boden aufwärts und das erzeugt dann in meiner Gesäßgegend, dass die Pobacken sich zusammendrücken und dadurch habe ich auch eine sehr stabile Haltung am Schluss. Der zweite Schlüssel, den du brauchst, um in ein gutes und effizientes Finish zu kommen, ist es, dass du überhaupt mal eine Balance hast in der Dynamik. Das heißt, wenn du ja so schwingst hier und einen Schwung machst, dann ist es ja sehr, sehr typisch, dass Golfer da umfliegen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, dass sie am Schluss überhaupt auf einem Fuß stehen und in so einer balancierten Position sind. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich meine, wann macht man das im Alltag, dass man so dasteht? Ja? Ich empfehle dir da folgende Übung, die du immer wieder machen solltest. Und zwar, du kannst diese hier ruhig auch zu Hause machen, da brauchst du nicht mal am Golfplatz sein. Du überkreuzt einfach die Arme hier über die Brust, stehst sehr, sehr aufrecht. Ich empfehle, dass du den linken Fuß etwas ausdrehst, dann tust du dir nachher leichter beim Drehen des Beckens. Und du gehst jetzt her und bewegst dich nur von hier nach daher. Keine richtige Golfposition mit rechter Seite unten und so weiter, einfach nur mal von hier nach hier bewegen, Brustkorb zeigt zum Ziel, Becken zeigt zum Ziel und ich spüre jetzt, wie mein Becken über dem Fuß ist, die Fußspitze ist in der Luft, wie wir es vorher schon besprochen haben und das hier machst du immer wieder, einfach, dass du dich daran gewöhnst. Ja? Das ist eine sehr, sehr gute Übung, damit man spürt, wo man ist und übrigens nur, das wollte ich auch kurz besprechen mit dir, wenn beim Schwung selber der linke Fuß etwas vom Boden wegkommt, also
so ein bisschen wegfliegt oder so ein bisschen rausrutscht, ist das vollkommen in Ordnung. Das sind Reaktionen aus den sogenannten Bodenkräften. Wenn du da versuchst, ganz verwurzelt mit dem linken Fuß ganz steif da festzustehen, dann wirst du in keine gute Position kommen. Das heißt, bei der Übung jetzt hier ja schon, stabil, gute Balance, aber beim Schlag selber dann ist es ganz typisch, dass der Fuß sich sogar ein bisschen mitdreht. Passend dazu empfehle ich dir, dass du diese Übung machst. Du machst einen Schwung, bleibst im Treffmoment stehen, fühlst, ob du das Becken unter dem Oberkörper hast, ob du die Pobacken zusammengedrückt hast und dann machst du mit dem rechten Fuß das hier. Tap, tap. Warum mache ich dieses Tap, tap? Das erinnert mich daran, dass ich wirklich am Schluss so dastehen möchte. Wenn du einen Schwung machst, der so ausschaut, wirst du nicht tap, tap machen. Tap, tap. Nun zum dritten Schlüssel für ein erfolgreiches und effizientes Finish beim Golfspielen. Du hast ja vielleicht schon mein Video Mysterium Durchschwung gesehen. Ich habe es hier oben noch einmal verlinkt, beziehungsweise werde ich es am Schluss in der Endkarte auch noch einmal für dich verlinken. In diesem Video spreche ich darüber, wie wichtig es ist, dass man von kurz vor dem Treffmoment bis kurz nach dem Treffmoment ja, eine gute Arm-Ellbogen-Struktur hat und dass der Radius gut vorhanden ist, ja, dass man hier keine Chicken Wings macht und solche Sachen. Ja. Aber jetzt habe ich die Frage bekommen, wie geht es dann weiter? Weil es ist ja natürlich sehr, sehr ein abruptes Finish, wenn ich hier da stoppe und ja, ich brauche ja irgendwie eine Bewegung, die ausläuft. Ja. Und ich zeige dir jetzt, wie das ausschauen soll und wie das die guten Spieler alle machen. Ich mache es nur bis halb durch. Ja. Dann kannst du sehen, wenn ich jetzt die Hand aufmache, dass die Handfläche mehr oder weniger in den Himmel hinauf zeigt. Also nicht ganz so, aber sie zeigt so leicht schräg hinauf. Das ist deswegen, weil der linke Arm, ja, man sagt dazu, eine Supination macht, eine Rollbewegung nach hinauf macht. Ja. Und jetzt ist Folgendes, irgendwo muss ich dann aufhören damit, weil wenn ich das die ganze Zeit weitermachen würde, irgendwie mein Schwung dann so ausschauen am Schluss. Ja? Ich kann nicht dauernd das machen. Und jetzt machen die guten Spieler Folgendes, sie gehen jetzt wieder, wenn sie Richtung Durchschwung gehen, wieder in diese Position zurück. Jetzt bin ich hier, du siehst, der Schläger zeigt nach links. Jetzt machen sie Folgendes, jetzt machen sie dann das hier. Okay, also sie gehen hier nach hier. Schau, mein Schläger steht jetzt im Prinzip so da. Mich erinnert das immer ganz intensiv an einen Regenschirm. Ja, und jetzt werde ich nicht nass. Wenn ich jetzt hier wäre, dann würde der Regen auf mich drauf fallen. Und das ist nicht das, was du möchtest. Alle guten Spieler stehen im Prinzip so da. Oder sie stehen sogar so da, wie Ben Hogan es früher ganz gern gemacht hat. Und zwar, das tue ich mir mal in die Richtung hier stellen, dass der Schläger parallel zur Schulterlinie ist und ungefähr auf Höhe des Kopfes. Ja, das sieht man auch sehr häufig. Und wichtig dabei ist aber, wo die Hände sich befinden, befinden sich links. Okay, die sind nicht hier vorne, vom Gesicht, sondern hier links. Einfach mal probieren. Du wirst merken, du wirst da in einen sehr, sehr guten Rhythmus kommen. Wir kommen jetzt zur Bonussektion. Vorher darf ich dich aber bitten, dass du dieses Video likest, wenn es dir gefällt. Und falls du vielleicht einen Freund hast, der ein wenig Probleme hat im Durchschwung, dann kannst du ja dieses Video auch noch mit ihm teilen und hilfst mir auch gleichzeitig dabei, den Kanal wachsen zu lassen. Und zwar möchte ich jetzt über den sogenannten Rebound Move sprechen. Was ist das? Wenn ich jetzt in meinem Finish gewesen bin, ich mache das mal ganz kurz vor, dann siehst du, dass ich auf einmal den Schläger so nach vorne ziehe. Das heißt, ich bleibe nicht in dieser Position stehen, so als ob ich jetzt ein Foto gleich bekomme von einem Fotografen und extra so stehen bleiben muss. Nein, du wirst dann sehen, wenn du auf den Fernseher aufdrehst und die guten Spieler zusiehst, dass sie danach hier abfedern und hierher gehen ungefähr. Das ist deswegen, weil die Muskulatur ja durch den Durchschwung ja gedehnt wird und das ist quasi die natürliche Reaktion dahinter. Das heißt, das ist etwas, was du erwartest und das sollst du auch zulassen. Und viele tun das nicht, die versuchen dann irgendwie künstlich da stehen zu bleiben. Und du aber weißt es besser jetzt, du schwingst hierher, lass es abfedern. Und jetzt stehst du in einer super Position, dass du jetzt so einen sogenannten Club-Twirl machst, so, und ihn dann so reinrutschen lässt. Schaut dann total lässig aus. Und wenn du dann am Schluss noch zweimal tappst, dann schaust du überhaupt wie ein Golfprofi aus. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du unbedingt dieses Video hier anschaust, Mysterium Durchschwung. Da lernst du ganz wichtige Sachen, die jetzt super mit diesem Video zusammenpassen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.